Jetzt sind sie endlich gekommen. Der Verkäufer, der hat mich extra nochmal persönlich angerufen und hat gemeint, ob ich wirklich 4 Stück von denen haben möchte. Ja, das sind jetzt solche Go-Kart-Batterien. So, hatten wir eine, die schon offen war. Hier war noch irgendwo eine. Eieiei. Also mit nur einer Hand und ohne Schraubenzieher, aber es geht. Jawohl. Hier komplett jungfräulich sozusagen. Noch nie befüllt gewesen. 24 Amperestunden. Gut, wollen wir es mal packen, wa? Mit dem Allowen. Ja, der Action for Free, der hat mir netterweise diese hier umgerüstet. Das war vorher eine Bleisäure-Batterie gewesen. Und er hat sie mit einer schönen Allowen-Füllung befüllt. Hier unten ein ganz kleines bisschen Schlamm ist noch drin, aber ist echt schön bei diesem Gehäuse. Sieht man mal, da ist absolut keine Kristallbildung. Also wenn man, also in der Batterie ist ja keine Kristallbildung. Wenn man normales Allowen so als Wasser stehen lässt, schaut es dann irgendwann so hier aus. Ja, da haben wir dann richtige Kristalle drin. Aber in der Batterie ist es komischerweise überhaupt nicht der Fall. Klar ist klar, bis unten hin. Und auch unten keine Kristallbildung. So wollen wir das haben. Und so machen wir das jetzt auch erstmal. Ja, wir brauchen dafür destilliertes Wasser. Allowen ist klar. Unbefüllte Batterien. Oder halt leere Batterien. Ne? Und ein Batterieladegerät. Weil, wenn ich die dann befülle, habe ich vor, so wie das der Action for Free da auch gemacht hat, die zu befüllen, wenn sie geladen werden, damit diese Kristalle praktisch gleich mit der richtigen Information, dass sie auch 12 Volt bringen sollen, sozusagen informiert werden, wenn man es so ausdrücken kann. Ja, jetzt das Mischungsverhältnis. Zuerst wollte ich es hier mit meiner Waage machen und dann habe ich mir ein Gefäß gesucht und habe gedacht, Mensch, könntest du doch eigentlich gleich mit dem Gefäß hier machen. Aber diese Literzahl hier, das ist ja für normales Wasser gedacht. Ne? Aber ich mache das jetzt trotzdem mal so. Ne? Ich nehme jetzt praktisch 2 Gläser davon auf ein Glas Allowen und werde es nicht übers Gewicht machen. Dürfte so ungefähr fast auf selbe hinauskommen, denke ich mal. Aber falls da jemand am Detail festgehen möchte. Ich mache es jetzt erstmal so hier.
klingt nicht an, das Ladegerät. Bedini-Motoren. Interessant. Jetzt gehen wir in die Ampere wieder hoch. Wir waren schon bei 1,4 runter. Jetzt steigt es wieder. Schick.
Ja, jetzt haben wir eine andere Katze hier und jetzt ist alles 180 Grad verdreht. Bei der zweiten Batterie, die ich jetzt gefüllt habe, da hat mir mein Ladegerät nämlich angezeigt, dass ich sie angeblich verpult angeklemmt hätte. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, hoffentlich habe ich sie nicht mit meinem Bedini-Motor am Anfang falsch rumgeladen. Habe dann nochmal so rum angeklemmt. Läuft er jetzt? Ja, er läuft. Aber wenn man hier das Messgerät richtig rum anklemmt, sind wir bei minus 2,9 Volt. Also normalerweise versuche ich jetzt gegen die 2,9 Volt mit dem Bedini zu arbeiten hier. Aber da tut sich irgendwie nichts. So, ich klemme das jetzt mal um. Mal gucken, wie es dann ausschaut. Sollte die hier wirklich nur falsch rum beschriftet sein, diese Batterie? Kann ich mir das nicht vorstellen. Da wird doch eine wie die andere hergestellt, oder? So, also nochmal. Dreht. Wo sind wir hier? Jawohl, ich kann sie in die andere Richtung laden. Hey. Also. Okay, dann laden wir die halt jetzt mal andersrum. Warum mal nicht, oder? So was Verrücktes. So verrückt. Die will echt nur in die andere Richtung geladen werden. Nur weiß ich gar nicht mehr so richtig, was los ist. Hier unsere allererste Batterie ist ja mit dem Ladegerät vollgepumpt worden. Das hat dann so ungefähr bei 11,70 angefangen rumzupendeln. Also es ist hier nicht in den Fehlermodus gegangen, so war es nicht gewesen. Aber hier an der Stromzange, na gut, jetzt ist es ausgeschaltet, sieht man da nichts, aber hat es immer so zwischen 1 Ampere und 0 Ampere hin und her gependelt. Und die Spannung ist dann eher wieder gesunken. Also eigentlich ein Zeichen dafür, dass die bis dahin voll gewesen ist. Und dann, wenn Ladeschlussspannung erreicht ist, gibt es ja so einen komischen Spannungsabfall eine kurze Zeit danach. Ja, und danach müsste eigentlich die Spannung immer höher werden. Also hier war es dann komischerweise andersrum. War immer niedriger gewesen. Ja, die Voltzahl, die ihr gerade hier seht, ist jetzt gerade von der zweiten Batterie. Ist gerade von dieser mysteriösen Batterie, ne, wo diese gewisse Dame da jetzt gerade da war, die ist jetzt schon bei 3,08 Volt in die andere Richtung, wird mit dem kleinen Lüfter-Bedini im Regenerierungsmodus, wenn man das so nennen möchte, geladen. Also es fließen keine richtigen Ampere, immer nur kurze Stromstöße rein. Wenn ich die im Lademodus anschließen würde, dann könnte ich den hier gar nicht andrehen, da ist die Spannungsdifferenz zu groß zwischen der 12 Volt Batterie und den 3 Volt, die diese momentan noch hat. Also kitzeln wir das erstmal mit einem Bedini, später vielleicht dann auch mit mehreren Bedinis auf ihre Voltzahl, so um die 8-9 Volt und dann können wir sie an ein normales Ladegerät anschließen und können wir es laden. Ja, das ist Batterie Nummer 4. Da habe ich jetzt erstmal kein Ladegerät dafür. Die wird jetzt erstmal provisorisch mit so einem Bedini bei Laune gehalten. Die hat aber schon beim Füllen so 9, 9,5 Volt gehabt. Also bis jetzt die allerbeste gewesen, die nach dem Füllen richtig rumgepult war zumindest und auch schon über 9 Volt gelegen ist. So, und Batterie Nummer 3, die haben wir hier. Und die haben wir an dem Ladegerät angeschlossen. So, das zeigt das an, dass wir schon bei 12,6 Volt sind. Er pumpt immer noch 2,4 Ampere angeblich in die Batterie. Und so schaut es innen drin aus. Also, ich muss ehrlich sagen, sehr viel gast es nicht. Es blubbert zwar etwas, hier und da sind ein paar Bläschen, aber richtiges Gasen bei Batterien, wenn sie voll sind, schaut anders aus. Also da passt noch ein bisschen was rein.
It's the eternal fight. It's never mit dieser magischen Batterie Nummer 2 hier habe ich es aufgegeben, die wollte ich andersrum jetzt wirklich laden, habe es dann auch mit einem Servomotor probiert und der Servo lässt sich gar nicht in die Gegenrichtung dann andrehen. Also wenn ich die sozusagen dann normal anschließe, ne, Plus an Plus und Minus an Minus, wollen die Kerle überhaupt nicht loslegen, die zwei Bedini-Motoren. Der hier schon, aber der kämpft dann immer so dagegen, bei 2,9 Volt, minus 2,9 Volt hört es dann nochmal auf. Ja, und jetzt habe ich es halt wieder falsch rum angeklemmt, ne? Vielleicht hier dann richtig rum. Und es geht rasant nach oben. Jetzt schon bei 3,429 Volt. 3,0. Ja, und mit der Geschwindigkeit geht es jetzt schon die ganze Zeit. Bin gespannt, wo sie stehen bleibt in der Richtung und welcher Saft dann drin ist. Und dann geht das Gerät so richtig los. Endlich hört sie auf mit Steigen, sondern bewegt sich jetzt in die andere Richtung. Ich glaube, jetzt hat sie sich umentschieden. Jetzt möchte sie doch wieder in die andere Richtung geladen werden. Na gut, da hängen wir unsere kleinen Bedinis mal wieder mit anderer Polung ran. Und gucken dann mal, ob sie in die andere Richtung möchte. Endlich möchte sie in die andere Richtung. Schön. Das war ein Schreck. Ich habe jetzt die Hexenbatterie hier. Die Hexe-Alga. Also wir sind jetzt bestimmt, wie lange bist du jetzt schon da? Eine Stunde? Ja. Eine Stunde haben wir jetzt bestimmt mindestens andersrum angeklemmt. Über zwei Bedinis mit zwei separaten 12-Volt-Quellen. Und wir kriegen die einfach nicht in den anderen Spannungsbereich. Die ist immer noch bei minus 1, hier. Klappt immer wieder hoch. Ich glaube, die will wirklich nur in die andere Richtung geladen werden. Ja, probieren wir es mal. Ah, hier, das geht nicht weiter runter, ne? 14,8. 79, oder willst du doch weiter runter? Ich meine, wo haben wir gestartet? Bei 3 Volt haben wir gestartet, ne? Ganz schön langsam. Ach, normalerweise, ne? Ich meine, das ruckzuck. Bei deinen Tests, ne, hast du es andersrum angeklemmt, also ist es sofort gefallen, ja, und ja, das andersrum wieder gestiegen. Das ist höchstens mal ein normales Ladegerät. Naja, das normale Ladegerät sagt mir gleich, ich hab's verkehrt rumgepult angeklemmt. Scheiße. Das ist es. Na gut, aber jetzt gucke. Ja, doch, jetzt geht's weiter runter. Okay, Libby, wir müssen unsere Gedanken wirken lassen. Ja. Komm, wir erstellen jetzt 18 Volt. Okay, wir wollen, dass du 18 Volt hast. Dann. Tschakka. Doch, sie sinkt weiter. Schön. Aber eigentlich doch, es müsste viel, viel schneller gehen. Zwei Bedinis. Ne? Ja, zwei Bedinis hängen dran. Hier der eine, da der andere. Wieso war das überhaupt ein Minus? Ist ja schon. Ja, beim Befüllen 2,5 Volt gehabt, andersrum gepult. Und da hatte ich ihn auch schon mit Bedini, ne, Bedini dran gehabt und befüllt. Und selbst da musst du schon dagegen kämpfen. Aber nur bei einer. Nur bei einer, bei allen anderen hat es funktioniert. Und das war die einzige, die habe ich auch anders befüllt. Da habe ich bei Plus angefangen zu befüllen, habe zuerst die Plusseite halb voll gemacht und bin dann von der Seite hier rüber gegangen, nach und nach. Bis ich hier hinten war, bis dann hier hinten halb voll war. Und dann habe ich von vorne wieder angefangen, die dann aufzufüllen. Komplett bis oben hin. Ja. Hier sind Sachen los. Gleich ist die magische Grenze erreicht. Wir haben jetzt unseren Servomotor mit angeschlossen. Der lässt sich aber absolut noch nicht andrehen, obwohl Potty-Einstellung auf 0 ist. Dafür sinkt es hier rasant gegen 0. So, wenn wir hier dann im Plusbereich sind, dürfte der eigentlich starten. Gucken wir mal. Ja.
schon, komm schon, komm schon. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben jetzt einen Plus vom Bedini abgemacht und der läuft weiter. Da hängt jetzt nur noch der Bedini, der Minus, das ist der Minus, hängt jetzt nur noch dran. Und hier ist das Pluskabel, ne? Also kann man ein Kabel wieder sparen. Gibt's doch gar nicht. Das ist aber, warte mal, wo holt denn der sich jetzt den Plus her? Das gibt's doch gar nicht. Warte mal, der einzige Plus, der jetzt die Verbindung noch hat, ist eigentlich der Plus hier von der Batterie, ne? Die eigentlich minus 0,3 Volt hat. Nee, das sind... Ach, Millivolt, ne? Millivolt, ihr seht, 0,037 Millivolt hat jetzt die Batterie. Der läuft. Da haben wir jetzt einen Spannungspotentialunterschied zwischen Minus und Null. Ach, hier. Ah, hier. Alles klar. Das mal ab. Jawohl, das ist er. Hier haben wir es. Da ist er. Der hat sich das zum Plus gemacht. Aha. Ja, weil das ist ja, ja. Oder? Der Plus ist ja der Minus vom Ausgang. Müsste es aber hier sein. Richtig. Na gut, wenn 0 Durchgang. Stimmt, dann hätte es eigentlich. Es ist ja egal, wo der dann hier ist. Aber hat die dann Durchgang, die Batterie? Ja, stimmt, eigentlich wäre das dann der Plus, ne? Hm. Aber darauf pulst du ja zurück. Das ist natürlich ein bisschen komisch. Ich wollte nur Batterien laden. Sind wir wieder hier? Das gibt's gerade. Der ist so eine Sache. Aber hier, das kann nicht sein. Wir kriegen die nicht über Nullpunkt in einen anderen Bereich rüber. Ich glaube, das ist wirklich eine Batterie, die andersrum geladen werden möchte. Wir haben alles Mögliche probiert. Ne, sogar andere Batterien mal direkt angeschlossen. Kabel wird schön warm. Ne? Aber dann, wenn man sie wieder abklemmt, pendelt sich es wieder im Minusbereich ein. Okay, so, jetzt wird es andersrum geladen. Wer weiß, was da noch rauskommt. Nein, wir können es nicht reproduzieren ohne sie. Ach ja. Das ist das Nächste. So wird man abhängig gemacht. Okay, also, die Schaumbildung ist relativ gering hier. In der Mitte der Zellen ist die meiste Schaumbildung. Jetzt hier auf der Seite ist jetzt, ja, ist wieder die Plusseite. Also, ne, hier, Plusseite. und das normale Ladegerät hat sie gefressen. Fängt jetzt an damit zu laden. Na dann. Bin gespannt, wenn es hier in dem Zimmer zu sehr nass Wasserstoff riecht, weil gast schon etwas, muss ich sagen. Viel mehr als die anderen. Na, mal gucken. Ich habe schon ein paar Batterien geladen mit dem Ladegerät und der Bohrnetzteil, aber das war bei mir noch nicht. Und so schaut es innen drin aus. Das ist Zelle Nummer 1. Alles dieselbe Mischung übrigens, ne? So, wie lange ist es her? 3 Stunden? Und in 3 Stunden Riesenkristalle liegen hier oben drauf. So, Zelle Nummer 2. Da sind die Kristalle, haben sich gedacht, gut, jetzt wollen wir zwischen die Platten, voll zwischen den Platten die Zellen, Quatsch, zwischen die Sicherheit da durcheinander, ne? Die Kristalle, voll zwischen die Platten, dann hier, gar nichts, überhaupt, ne? 0, überhaupt gar nichts. Dann geht's hier wieder los mit vereinzelt ziemlich großen Kristallen obendrauf liegend. Hier auch Riesenkristalle obendrauf liegend. Und hier vorn, muss ich mit bloßem Auge mal reinlunden. Nö, hier vorne ist auch nichts. Hier vorne ist auch nichts. Hier vorne ist komischerweise auch nichts. Aber atmen tut sie schon mal. Fein, Gutste. Es ist normalerweise ein Konstantspannungsnetzteil, ne?
Hier bei 11, 5 Volt haben wir eingestellt. Ja. Und irgendwie schaut es so aus, ne? Als ob es dann... Mal gibt es einen Kurzschluss, mal gibt es keinen Kurzschluss, mal gibt es einen Kurzschluss, mal gibt es keinen Kurzschluss. Aha. Okay. Nur lieb sein jetzt. Ja, richtig. Gut so. Oder mal auf der Heizung stellen die ganze Zeit lang. Sag mal, löst sich das Kristall da drin wieder auf, wenn die Flüssigkeit da drin wieder auf mehr als 80, 90 Grad erhitzt wird? Also bei meinen Tests außerhalb der Batterie war es nicht so gut. Also wenn ich eine Mischung hatte, die sich wieder zurück kristallisierte, dann wieder neu mischen. Das dauert ewig. Das dauert ewig, ja. Ist nicht so, müsste man mal testen, aber ich würde sagen, nicht ganz so top. Ja, es geht nicht so gut, wie wenn du bei feines Pulver hast. Also ich habe auch schon draußen Mischungen nochmal aufgekocht. Das dauert zwar ewig, du stocherst übelst lang drin rum und zerhackst das. Aber ich meine, das Stochern können wir ja hier mit Bedini-Motoren machen, ne? Mit kleinen Stromstocherpulsen. Die Stromstocher. Ja, trotzdem schon faszinierend, dass es bei der einen Zelle ist und bei der anderen gar nicht. Wo ist das hier das Zeichen, dass es voll ist, oder was? Tja, das immer die... kurz annimmt, dann... Naja, vielleicht helfen uns da die YouTube-Leute. Zeitwurz. Ja, wir wollten es nie tun, aber jetzt haben wir es wirklich getan. Wir haben eine Theorie entwickelt, Leute. Wir sind noch nicht stolz drauf. Na, mal gucken, was wirklich dran ist. Ja, ne? Und zwar, hier habt ihr vorhin mitgekriegt, da viele Kristalle auf einmal in den Alaun-Batterien und Lippis Batterien. Moment, da müssen wir noch mal kurz die Exciter-Batterie holen. Die Exciter-Batterie, die hier komplett glasklar, nirgendwo Kristalle. Ja. Ja, und jetzt haben wir gerätselt, wieso entstehen das eine Mal Kristalle und das andere Mal entstehen keine Kristalle. Ja, vorhin habe ich ja eine Batterie, ich habe vorhin eine Batterie gefunden, die habe ich als allerletztes geladen. Genau, hier habe ich die nummeriert. Das ist jetzt Nummer 3. Das ist Nummer 1. Und Lippi ist schon am Holen. So, einwandfrei. So, mal gucken, ob wir das mit einer Hand halbwegs aufkriegen. Eieieiei. Doch, es geht. So, und hier drin ist absolut keine Kristallbildung. Das ist die einzige Batterie, wo keine Kristalle drin sind. Das Lämpchen ist mir vorhin runtergefallen hier irgendwo. Ne? Ach so, ein Chaos. Na gut, finden wir dann zur Zeit wieder. Jedenfalls könnt ihr es mir jetzt ruhig glauben. Hier sieht man ein bisschen, dass man nichts sieht. Ne? Also absolut keine Kristalle drin. Hier standen wir hier und haben gerätselt und gerätselt. Mensch, das kann doch gar nicht sein. Ne? Dreimal dieselben Typen oder viermal dieselben Typen. Gut, dass eine von sich aus sich andersrum laden will. Das klammern wir jetzt einfach mal aus. Ne? Da gehen wir danach ran. Das ist jetzt mal was für später. Aber dass auch bei den Batterien hier unterschiedliche Verhältnisse da sind, obwohl sie die komplett gleichen Alaun-Füllungen bekommen haben, auch aus den gleichen Töpfen, das hat uns dann schon zum Nachdenken gebracht. Ja, und wir sind zum Schluss gekommen. Den einzigen Unterschied, den ich bei der vierten Batterie hier hatte, war, dass ich für diese Batterie kein Ladegerät mehr hatte mit einem Schaltnetzteil als Eingang. Ja, praktisch bei den anderen Batterien bin ich von Anfang an dann immer gleich mit einem fetten Ladegerät rangegangen, was richtig so mindestens 2, 3, 4 Ampere reingepumpt hat. Und der Action for Free hat mir erzählt, er hat bei sich ein schönes Schaltnetzteil, wo ein schöner Eingangsdraht oder vorhängt. Ne? Und er geht dann so mit maximal 1 Ampere rein. Und bei meiner Alaun-Batterie habe ich einen kleinen Bedini-Motor die ganze Zeit dran gehabt, während sich hier drin diese Flüssigkeit abgekühlt hat. Ja, jetzt haben wir die Theorie aufgestellt, dass so ein paar kleine Strompulse mit wenig Strom halt viel besser für so eine Alaun-Kristallfüllung sind zum Abkühlen. Ja, dann können sich da drinnen keine Kristalle bilden. Und wenn wir da sofort mit 2, 3, 4, 5 Ampere lädt, sodass sie kochen und es dann abkühlen lässt, dann hat man die wunderschönsten Kristalle in seinen Batterien drin. So, das soweit zu unserer Theorie.
Ja, mal gucken, ob das jetzt wirklich was damit zu tun hat, dass diese Dinger dann mit Spulen betrieben werden, keine Schaltnetzteile, sondern ein Spulenstrom. Weiß nicht, ob man den Unterschied so nehmen kann. Vielleicht hat es auch wirklich nur was mit den Ampere zu tun, werden wir sehen. Naja, also Fazit von den vier Batterien. Eine komplett 180 Grad verdreht. Zwei sind komplett verkristallisiert. Mal gucken, was wir mit denen machen. Und eine ist so, wie wir eigentlich alle vier haben wollten. Na gut, zumindest wissen wir jetzt so ungefähr, wie wir es zu machen haben. Immerhin. Das ist jetzt der erste Entladungstest. Vor ein paar Sekunden habe ich gestartet. Und so schaut es jetzt aus. Ja, unsere Last sieht so zwischen 7 und 6 Watt. Hier so ein kleiner Getriebemotor für eigentlich 12 Volt. Ja, gucken wir mal, wie viele Amperestunden wir jetzt hier rausziehen. Leider schaltet das Gerät schon bei 7,2 Volt ab, also sehr viel weiter als 7,2 Volt können wir hier also nicht beobachten. Naja, aber bis dahin haben wir auch schon mal einen kleinen Referenzpunkt, wie viele Amperestunden bis dahin rausgegangen sind. Und den können wir dann nehmen für den nächsten Entladetest. Ja, erstmal entladen lassen die Batterie und dann nochmal laden. Aber jetzt ist das hier unsere Batterie Nummer 4, da wo absolut keine Kristallbildung drin ist. Die mal entladen, dann wieder laden, dann wieder entladen, dann wieder laden und mal gucken, ob sie dann auf unsere 11 oder 12 Volt kommt. Ja, die anderen Batterien muss ich wohl erstmal ein bisschen entkristallisieren. Tja. Gucken, ob wir die Kristalle wieder aufgelöst bekommen irgendwie. Mit, man sieht es wirklich blöde. Also mit Bedini-Motor und Wasserbad habe ich das jetzt vor. Mal schauen. Ja, schauen wir mal, wo wir hier rumgurken. Da pendelt jetzt so zwischen 7,10 und 7,06 hin und her. Schön linear nach wie vor. Ja, ist also schön eingelaufen, zieht er nur noch 5 Watt. Na gut, kriegt halt auch weniger Volt. Ne? Stromaufnahme dürfte bleiben, dreht jetzt auch langsamer. Und 0,722 Amperestunden haben wir bis jetzt hier rausgezogen. Sind wir noch etwas weit weg von den 24 Amperestunden hier, die wir vielleicht höchstwahrscheinlich auch... Na, mal gucken, ich will mal keine bösen Gedanken losschicken. Wäre schön, wenn wir drüber kommen würden, auf alle Fälle, aber vorerst gehe ich erstmal davon aus, dass wir aber mal da schon an die Hälfte rankommen. Ist schon mal viel gewonnen, ne? Ist halt keine Säure. Ist halt nur in Anführungszeichen, ne? Salz. Ja, mal gucken, wann das Gerät hier abschaltet. Müsste langsam soweit sein. Bis 7,2 Volt steht drauf und jetzt sind wir schon bei 7 Volt und läuft trotzdem noch. Feiner Power Analyzer. Allerdings machen wir hier jetzt erstmal einen Cut. Und die ganzen anderen Ergebnisse, die werde ich euch dann nachreichen, weil das dauert jetzt eventuell doch noch ein ganzes Stück. Sind ja wieder wie immer viel mehr Sachen rausgefunden wurden, als wir da eigentlich wissen wollten. Wie immer.